Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Metroid Prime 2 Echoes mit mir, dem Terminus. Wir müssen irgendwo hin, weil in der letzten Folge haben wir endlich die Bomben bekommen und ein weiteres Übersetzungsmodülelein, welches mich hier irgendwo hingelassen hat. Ich glaube, ich muss da rein. Ich glaube, ich muss da weiter. Ich wäre mir jetzt. Nein, hallo. Ich wäre mir jetzt nicht sicher, wenn ich es zum ersten Mal machen würde, aber ich. War ja, hab ja schon mal. Ja. Und da. Nee, hier, komm. Jetzt gehen wir mal weiter. Ich kann ja jetzt endlich Bomben legen. So, piu, piu, piu. Nein, fahr. Komm, Vollgas. Ist das immer so langsam? Können wir endlich fertig sein mit dem Bullshit? Dum, dum, dum. So. Hier muss ich nicht lang. Oder? Ach, Shitlikack. Okay. Wo muss ich dann lang? Dann muss ich zu dem Übersetzungsmodul auf der Seite. Okay. Dann weiß ich das jetzt auch wieder. Zurück geht ja schneller, weil der Sand dann in die gleiche Richtung geht. Guck mal. Hui. Dann sind wir gleich da. Und dann habe ich ja jetzt nur wieder eine ganze Minute verschwendet oder so. Einfach auf die andere Seite. Der kann mich mal hart am Arsch lecken. Weil mich der nicht interessiert. Blub. Könnte ich. Bitte, Dankeschön. Wort. Achso. Bomben legen. Haben die da überhaupt dieses Übersetzungsding davor machen müssen? Weil da konnte ich sowieso erst nur mit einer Bombe durch. Ja, vielleicht, dass ich die Cutscene noch angucke. Ja, gut. Meinetwegen. Wir kriegen jetzt die Karte. Das finde ich ganz schön. Yay, Karten sind toll. Und wie ich sehe, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich jetzt lang muss. Ich weiß, hier kann ich nicht lang. Ich glaube, ich muss hier lang. Okay. Dann bin ich nur zurück zum Speichern. Das wird's gewesen sein. Kann ich meine Karte bitte haben? Habe ich nur so. War es im ersten Teil auch so? Ah, okay. Ich muss wieder hoch. Wie war denn das? Das war so. Okay. Wir gehen da jetzt nämlich hoch. Puh. Ich bin eigentlich voll, also kann ich mich da hier. Ist egal. Das kann ich scannen, was auch immer das ist. Ein neuer Eintrag, Inschrift, Rettung des Äthers. Okay, wie geht das? Energiequelle des Äthers fiel auf einem kritischen Niveau herab. Diese Tatsache zu ignorieren hätte zur Konsequenz bla bla bla. Okay. Ist doch langweilig gewesen. Wir gehen weiter. Ich will auf irgendwas schießen. Genau, weil hier kommen wir auch noch nicht lang. War ich hier schon mal? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich weiß, dass ich irgendwann mal hier durch musste. Aber nicht wusste, wie das Tor aufgeht. Ich weiß nicht, ob ich es dann irgendwann doch noch geschafft habe. Die tun nicht weh. Okay. Muss man alles mal getestet haben. Aua, die tun weh. Nicht wehtun, bitte. Das tut weh in meinem Herzen. Und in meinen Gedärmen. So. Das haben wir schon geholt. Dann gehen wir hier mal weiter. Und dann müssten wir vielleicht sogar in der Folge mal das erste Mal ist ja gelogen, aber in den dunklen Äther kommen. Geplant, gewollt. Das erste Mal gewollt da rein. Das ist wahr. Das ist wahr. Krieg ich ein bisschen Heili Heili? Nö? Okay, cool. Da lang muss ich. Hinter mir an meinem Popo. Pam, pam, pam. Hier hätte ich schon mal rein können, aber warum habe ich es nicht getan? Die Tür war offen, die hätte ich einfach aufschießen können. Wäre ich irgendwo stecken geblieben? Nicht so wirklich. Also, nee, das nehme ich doch mal mit. Missiles sind gut, die machen nämlich gut Damage für den Anfang, wenn man noch keinen besseren Beam hat. Was kannst du mir so sagen? Bla bla bla, er ist tot. Alles klar, hätte ich jetzt nicht gedacht. Pup.
Hallo, ich komme, um euch zu vernichten. Ach ja, ihr. Da hau ich mal einen kräftigen Pulverbeam rein. Das tötet dich nicht, das tötet dich. Zack, boom. Okay, Powerbeam Missile macht das. Was soll das jetzt? Och nö. Na, zum Glück habe ich schon ein paar angeschwächt. Wenn ich den jetzt noch töten kann. Nee, ist cutscene-bedingt. Schade, sonst hätte ich den noch töten können, bevor das Schwabbelzeug da hinkommt. Das wäre ganz nett gewesen. Lass mich mal. Ja, scannen. Hallo, Samus, du weißt doch, wie das geht. Bla, langweilig. Gut, mehr wollte ich auch nicht wissen. Außer, dass ich den Scheiß jetzt habe. Okay, auf Expertenmodus können die wehtun, ey. Kann ich den mal ausschalten? Okay. Einer ist weg. Den kann ich wieder nicht anvisieren, weil irgendwas komisch ist. Hier. Okay, die haben einen Nahkampfangriff und der tut weh. So, Missile reicht. Okay, also auf Veteranen tun die tatsächlich weh. Da muss man also irgendwann Deckung suchen und so ein Bullshit. Wie viel heilt das? 50. Also okay. Jetzt habe ich zwar einen ganzen Energietank sozusagen gerade nicht. Und ich kann hier einen Arsch voll scannen. Langweilig. Habe ich schon mal. Ist irgendwas? Da kann ich noch was scannen. Was auch immer. Alter, so viel Bullshit zum Scannen, das gibt's ja gar nicht. Ah ja, okay. Das war's. Dazu sage ich gleich noch was, wenn ich ja alles gescannt habe. Da hinten ist noch Shit. Egal, mach ich jetzt kurz. Dieses Ding hier sieht so ausgefadet aus. Das ist natürlich so ein Bombending, um die Tür zu öffnen. Allerdings stand gerade in dem Scan, es wechselt dauernd zwischen zwei Dimensionen, weil der Äther ja so aufgespalten ist. Deswegen ist es nicht wirklich nutzbar. Oh, hier könnte Stuff drin sein. Da muss ich mal ganz kurz. Nice. Ihr Lebensbalken runter geht, ist eigentlich beunruhigend, aber im Grunde habe ich ja gerade Leben bekommen. Also positiv, positiv. Was kannst du mir sagen? Licht des Äthers. Klingt langweilig. War dahinter eigentlich mal was? Genau, und jetzt haben wir hier so ein Portal, das wir irgendwie anbekommen müssen. Ich rate mal, dass ich in die Bombe legen muss. Cool. Ein Morphballaufzug. Das ist ja putzig. Ich kann keine Bomben legen, ich kann tatsächlich gar nichts machen. Cool. Löst sich das Rätsel für mich von selbst? Wow. Da war aber auch ein hartes Rätsel, was hätte ich dann nur machen können? Oh. Das ist ja mal wieder sehr großartig, dass dann tolle Viecher es kommen. Ich merke schon, du bist mir Böses. Das ist aber kein Nest offen, die waren da einfach, oder? Weil eigentlich müsste da ja ein Nest sein, wenn die kommen, aber nö. Sind hier einfach gespawnt. Da oben ist irgendein Boppel. Keine Ahnung, was das ist. Soll mich aber auch nicht interessieren. Aufzug, Aufzug, Aufzug. Und wieder runter. Das war's wert. Yay. Dass sie das mit Sand betrieben haben, ist auch interessant. Andere nutzen Wasser für Ähnliches. So funktionieren unsere Mühlen. Oder beziehungsweise der Ursprung. Kann ich jemanden töten? Danke. Die machen das einfach mit Sand. Ist hier nämlich präsenter. Die Frage ist nur, wie pumpen die das Sand wieder zurück? Ja, okay, die haben auf jeden Fall ein Pumpsystem für. Weil das Sand muss ja, das kann ja nicht hier entgelagert werden, sonst wird es ja irgendwann stocken und aufhören. So funktioniert das ja nicht. Was macht das jetzt ohne Morphball? Hoch, hoch, au. Ja, sie kann schon eh. Miese Mopos. Boah, das habe ich nicht erwartet, dass das Sand jetzt irgendwas in Bewegung setzt. Wahrscheinlich kommen jetzt Goliath-Westen. Nein? Echt nicht? Es schießt!
Das ist ja ganz interessant. Vor allem weiß sich ein bisschen von der Chozo-Technologie, die man so immer in den Spielen sieht, abhebt. Ganz minimal. Das ist ganz süß eigentlich. Dass es da echt Wert drauf gelegt hat, dass das den Luminoth entspricht und nicht den Chozo, die man halt, wo man halt sonst immer auf dem Planeten ist. Yay! Das sieht auch nicht schrecklich aus. Da will ich unbedingt durchgehen. Ich darf es nicht scannen, ich darf nichts mehr machen. Ich werde einfach. Okay. Weißt du was? Ist okay. Alles klar, gehen wir mal rein. Das sieht gut aus. Und das Portal ist zu. Das ist auch gut. Ja. Hui. In der dunklen Welt war das jetzt so, dass ich, wie uns gesagt wurde, solange ich nicht in diesen hellen Sphären bin, Schaden bekomme. Das ist ganz schön scheiße. Und das ist zu, aber ich kann das doch hoffentlich wieder aufmachen. Da, zum Beispiel jetzt sind wir in so einer lustigen Sphäre. Wenn ich da rauskriege, kriege ich Damage. Und das ist schlecht. Warum bekommen wir Damage? Wir haben ja so einen Raumanzug an. Ganz einfach, das ist ja ein. Wie sagt man das? Ist ein biologischer Anzug. Erleichtert Schutz und schirmt die Atmosphäre des dunklen Äthers ab. Genau. Theoretisch haben wir keinen Anzug an. Das ist eher eine zweite Haut. Von den Chozo, das ist kein Metall. Das ist biologisches Material. Darum funktioniert das auch so gut mit Samus. Wahrscheinlich hat die gar keinen. Die soll ich nicht kaputt machen. Die kann ich nicht kaputt machen. Aufladen? Aber die kann ich nicht größer machen, oder? Nö. Das Aufladen ist auch ganz wichtig. So, jetzt bin ich eigentlich voll geil. Weil da drüben ist jetzt so ein Funkelding. Wenn ich drauf schieße, ist da für kurze Zeit so eine Sphäre. Und das ist natürlich sehr angenehm. Und hier ist jetzt auch dieses Ding, was in der anderen Dimension war. Kann ich euch scannen? Muss ich natürlich auch. Super doof. Euch auch. Super, super. Yeah. Klingenshort. Ja, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Muss ich da lang oder kann ich hier lang? Gucken wir mal. Bist du an? Du bist an. Der dunkle Äther ist natürlich jetzt. Ah, guck mal. Jetzt habe ich auch einen anderen Äther geöffnet. Ah, lustig, lustig. Jetzt, wenn ich jetzt wüsste, wie die Karte aufgeht. Der dunkle Äther ist relativ gleich zum lichten Äther, sieht man ja schon an dem Raum. Aber nicht komplett, soweit ich weiß. So, Gas, 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 Gas. Da warten schon lustige Ing auf mich, da habe ich natürlich Lust drauf. Ihr seid keine Ing. Hinter mir ist hoffentlich auch einer, der mir jetzt in den Rücken schießt. Da, Drohnen-Ing, okay. Drohnen-Ing, Arbeiter der Ing-Horde sind nicht zu so cool, tun aber trotzdem weh, falls nötig. Nein. War noch einer? Tatsächlich. Wieso hast du nicht auf mich geschossen? Ich hab mal keinen Schuss in den Rücken bekommen, also. GG, Drohnen-Ing, gute Arbeit hast du geleistet. Man bekommt sicher einen Suit. Dass man im dunklen Äther auch so überleben kann, aber keine Ahnung wann. Hatte ich nicht. Heiß, heiß, heiß. Oder kalt. Auf jeden Fall tut es weh. Ich kann euch abschießen, wenn ihr in der Sabberform seid. Das ist praktisch zu wissen. Keiner mehr da? Okay, dann gehe ich weiter. Oh, es ist aber ein bisschen bedrückend. Ich mag das nicht so gern, dass mich die Umgebung tötet. Das mochte ich auch an Phantom Hourglass nicht, also Zelda. Das gibt einem so ein ungutes Gefühl. Tatsächlich. Irgendwelche Drohnen-Ing. Was seid ihr für geile, sexy Flatterviecher? Nachtbarbe. Alles klar, sieht eher maschinell aus, muss ich sagen. Wir speichern kurz. Und dann geht es auch gleich weiter. Natürlich gibt es auch hier Speicherstationen. Theoretisch ist der dunkle Äther eine relativ exakte Kopie des lichten Äthers. Allerdings habe ich das Spiel lange nicht mehr gespielt und ja nie weit gespielt.
Darum will ich mal auf die Karte gucken, ob es da nicht doch größere Abweichungen gibt. Es ist der gleiche Planet, einmal hell, einmal dunkel. Aber dadurch, dass jetzt auch über mehrere Jahre verschiedene Lebewesen drauf lebten, auf der einen Seite halt die Ing, auf der anderen die Luminoth, hat sich natürlich ab dem Moment der Klonung, des Kopierens, ab da an ging es halt unterschiedlich weiter, weil die Ing natürlich anders schon aufgebaut sind und anders leben. Da müssen die auch, da muss der Planet auch anders sein. Ich glaube, du hast eins meiner liebsten Zelda-Items. Wollte ich gerade sagen, ist natürlich dämlich. Krieger-Ing. Morphologie Krieger-Ing, Soldat der Ing oder an Wänden lebende Vor Licht. Schwäche Licht, ja, habe ich nicht. Ich habe nur. Tatsächlich ist ja mein Beam kein Lichtbeam, sondern ein Beam-Beam. Kann man mal so sagen. Es gibt ein bisschen. Oh, hei, was ist das denn? Das hat krassen Rückstoß, das merke ich mir. Ich will natürlich schön meiner Blase bleiben. Um jeglichen Damage zu entgehen. Du bist tot? Du warst nicht der Krieger, den ich in Erinnerung habe. Nein, warst du tatsächlich nicht. Weil von einem von denen bekommen wir später was. Das weiß ich noch. Manche Dinge weiß ich noch. Tatsächlich. Heiß, heiß, heiß. Diese lustigen Blubberei. Okay. Dunkle Tür. Ja, komm. Dunkler Beam. Ja, komm mal her. Komm mal her. Du bist doch ein Arschloch. Lichtbringer. Ja, mehr wollte ich nicht wissen. Du machst bewegliche Lichtsphären. Alles klar. Dann haben wir hier noch Bullshit. So eine Stelle kennen wir ja schon mit dem Tor. Ist aber interessant, dass wenn ich hier ein Tor öffne, das auf der anderen Welt vielleicht oder relativ sicher auch passiert. Bisher bin ich mir nicht sicher, weil das muss ja voll scheiße sein. Da geht jemand in der einen Dimension auf Toilette, in der anderen sperrt er dann die Tür von außen ab. Ist nicht so geil. Tut ihr mir weh? Nö, ihr seid coole Dinger. Ihr müsst voll gefürchtet sein. Weil diese Ing dürfen nicht in diese Lichtblasen hier. Warte, ich will mal ganz kurz nochmal. Nicht erzeugendes Futter so. Kreaturen gibt sich mit einer Schutz für seinen Lebensraum immun gegenüber den meisten Angriffsformen. Wurden von den Luminos als Nutzung. Ja, guck, das wollte ich eben wissen, ob die Luminos die hier eingeschleust haben oder ob das echt normale Jäger von dieser Atmosphäre sind. Die wurden natürlich von den Luminos gebracht, sonst wären die ja generell echt gefährlich für die hier einheimischen Lebewesen. Die Ing. Okay, ich werde nicht geheilt. Alles klar, hier ist auch nichts. Dann Vollgas. Aua. Okay, wie sieht's hier aus? Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen sollte. Da unten ist auf jeden Fall eine Müssel. Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Vielleicht komme ich da. Wobei das sah aus wie Spider-Ball, muss ich sagen. Gib mir mal Leben. Danke. Sehr freundlich. Darf ich mich jetzt auch noch richtig bewegen? Lass auf die Uhr schauen, ein bisschen haben wir noch. Und ich glaube, hier kommt ein Kampf. Absolut. Genau, den meinte ich. Du müsstest das sein. Guck mal, wie der springen kann. Von dem kriegen wir was. Was es ist, keine Ahnung. Bestimmt einen Beam, wenn der so springen kann. Jumpwächter heißt er auch noch. Morphologie Jumpwächter. Krieger Ing mit Space Jump-Fähigkeit, was sie von dem nur bekommen können. Aua. Okay, man muss ausweichen bei den Schüssen. Hast du schön gemacht. Ich schieße jetzt auf dich, okay? Ich muss den Dingern auf jeden Fall mit dem Sprung ausweichen, sonst geht das nicht. Ah, ich hasse das, wenn die einem. Aua! Okay, der macht eine Schallwelle. Das wusste ich. Haha. Haha. Aha. Noch eine Missile hinterher jagen. Da oben kannst du eine Schallwellen machen, dann interessiert mich das nicht. Ach komm. Wo springst du hin? Ups. 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 Ja, guck, der darf auch nicht in diesen Kreis. Sonst würde der mich wahrscheinlich im Nahkampf angreifen. Die können hier rein schießen, aber mehr können die auch nicht machen. Weißt du was? Auf Entfernung benutze ich vielleicht mal die Missiles. Na, vielen Dank. Weil sonst treffe ich nicht.
Das ist schlecht tatsächlich, wenn ich nicht treffe. Au, da wollte ich eigentlich ausweichen. In die Schnauze, Junge! Hat die noch getroffen? Okay, jetzt versucht er mehr mit den Schallwellen zu arbeiten. Ist ja auch okay. Fuck you. Nicht ausweichen! Das ärgert mich. Also wieder rumrennt. Vielleicht gehe ich doch wieder auf Power B. Können Sie mal aufhören? Das ärgert mich. Alter. Was meine Missiles? Nein, er macht auch seinen dummen Schutzschild. Wo sind die denn? Hallo? Au, I can't. Ah, da bist du. Ist jetzt natürlich unpraktisch. Du hast mich jetzt aus meiner hübschen Lazarette da rausgeholt. Alter, da weicht mein Missiles aus mit seinem Kotzschild. Power Beam aufladen. Feuer. 1, 2, 3. Eine Missile habe ich noch für dich. Bist du tot? Sie sollten tot sein. Das gibt's nicht. So, hier, ein Schuss hat noch gefehlt. Missiles, die brauche ich jetzt. Ja, wobei, lebenstechnisch geht es mir nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Wohlgemerkt. Yay, Schuhe. Mit doppelter Sohle. Die brauche ich. Jumpboots, ja geil. Stuff, ja geil. Missile Munition 5. Missile Munition 5. Dann habe ich jetzt volle Missiles. Kann hüpfen wie eine Prinzessin. Das ist doch toll. Jetzt will ich gerne aber irgendwo speichern. Allerdings nehme ich gleich noch eine Folge auf, von dem her. Muss nicht. Muss nicht, kann aber. La, 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 la. Jetzt können wir einen Doppelsprung. Und da geht was auf. Herz allerliebst. Da können wir nicht hoch. Was ist das? Da können wir jetzt hoch. Was ist hier drin? Dunkler Äther. Großartig. Nee, danke. Bisschen zu viel dunkler Äther für mich. Normal hinter Missiltüren sind ja immer Räume der Tollhaftigkeit. Und da wollen wir nochmal ganz kurz hin. Kamehameha. Ist hier ein Raum der Tollhaftigkeit? Ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, ich gehe falsch, weil sich ja extra hier der Weg geöffnet hat für mich. Au, au, au. Ah, jetzt sind wir hier im dunklen Äther. Rechts ist einfach keine Tür. Soll ich da mal gucken, ob da was ist? Ich heile mich in der hellen Zone. Ja gut, dann habe ich kein Problem. Dann gucke ich mich jetzt um. Zur Not könnte ich ja kurz schneiden und mich voll heilen. Immer. Was ist das? Einfach nichts ist das. Alles klar. Weil ich verliere aber ganz schön schnell Leben mittlerweile. Egal, ich könnte auch hier kurz die Folge beenden und mich einfach heilen hier. Ich würde sagen, falls euch diese Folge gefallen hat, dann auch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Terminus bis dahin raus. Und tschüss.